The winner is Katar. Am 20. November beginnt im Wüstenstaat die Fußball-WM. Gespielt wird in klimatisierten Stadien. Nach Angaben mehrerer NGOs sind auf Baustellen 6.500 Arbeiter ums Leben gekommen. Arbeiter gehen auf die Straße, Löhne stehen aus. Die Regierung von Katar behauptet, alles halb so schlimm. Wie hat sich Katar die WM überhaupt geholt? Ich begrüße diese Wahl und habe sie unterstützt. Frankreich soll eine entscheidende Rolle spielen. Die Ermittlungen reichen bis in den Palast des Präsidenten. Es riecht überall nach Korruption. Frontal, die Skandal-WM. Juni 2022. Michel Platini, einst ein französischer Fußballstar und später UEFA-Chef, steht im Schweizer Bellinzona vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Betrug vor. Mit auf der Anklagebank Ex-FIFA-Chef Sepp Blatter. Es geht um eine Überweisung von 2 Millionen Schweizer Franken von Blatter an Platini. Gibt es eine Verbindung zur WM in Katar? Ermittler gehen von Bestechungsgeldern der Katarer an Platini aus. Durch die Hilfe von Michel Platini habe der Golfstaat die WM-Zusage erhalten. Wir versuchen, Platini eine Antwort zu dem Vorwurf zu entlocken. Doch er ignoriert uns. 4-mal. Erst beim 5. Versuch antwortet der ehemalige UEFA-Chef. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den 2 Millionen und Ihrer Stimme für Katar? Mit den 2 Millionen? Von wem? Von Herrn Blatter. Herr Blatter war für die USA. Ich verstehe nicht, warum er mir Geld geben sollte, damit ich für Katar stimme. Wenn ich wirklich korrupt wäre, hätte ich die Katarer um eine Bezahlung gebeten, aber nicht Herrn Blatter. Die Katarer sind etwas reicher als Herr Blatter. Platini und Blatter werden im Juli vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen. Doch die Schweizer Staatsanwaltschaft hat gegen den Freispruch Berufung eingelegt. Fordert die vollständige Aufhebung des Urteils. Der Betrugsprozess geht in eine neue Runde. Sepp Blatter lebt in Zürich, glorifiziert seine Vergangenheit. 17 Jahre lang stand Blatter an der Spitze der FIFA. Die Jahre sind geprägt von Skandalen und Schmiergeldzahlungen. In Blatters Amtszeit fällt auch die WM-Entscheidung für Katar. Am 2. Dezember 2010. Als ich den Umschlag öffnete und Katar sah, war ich verblüfft. Verblüfft. Die gesamte Fußballwelt ist verblüfft. Ein kleiner Wüstenstaat ohne große Fußballtradition und Infrastruktur hat gewonnen. Dabei waren die USA der große Favorit. Sepp Blatter behauptet, mit der Entscheidung für Katar nichts zu tun gehabt zu haben. Ihm zufolge habe Frankreich bei der Vergabe eine Hauptrolle gespielt. Durch Intervention des französischen Präsidenten bei einem Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees wurde die Abstimmung für 2022 gedreht. 2010 ist Nicolas Sarkozy französischer Präsident. Hat er die Abstimmung beeinflusst? Fest steht, am 23. November 2010, nur 9 Tage vor der Abstimmung zur WM-Vergabe, findet im Élysée-Palast ein wichtiges Mittagessen statt. Eine interne Notiz des Élysée-Palasts an Präsident Sarkozy zeigt die Tagesordnung. Zu Händen des Präsidenten der Republik betreff Katars Bewerbung für die WM 2022. Das Treffen am 23. November findet in 2 Sequenzen statt. Die erste von 12.30 Uhr bis 13 Uhr zwischen Michel Platini und dem Präsidenten. Michel Platini ist damals Chef der UEFA und hat dort großen Einfluss. Die Katarer wussten genau, dass Michel Platini mit seinem Einfluss entsprechende Argumente einbringen konnte, damit bestimmte europäische Länder für Katar stimmen und nicht für die USA, den Hauptrivalen. Wenn man Platini überzeugen konnte, hätte man nicht nur eine Stimme gewonnen, sondern 4.
Tatsächlich hat der Europäische Verband UEFA 4 Stimmen im Exekutivkomitee der FIFA. Und tatsächlich stimmen am Ende 4 Europäer für Katar. Am 2. Dezember 2010 gewinnt Katar mit 14-8 Stimmen gegen die USA. Dank dieser 4 Stimmen bekam Katar die WM. Ja. Welche UEFA-Funktionäre genau für Katar stimmen, ist unbekannt. Die Wahl ist geheim. Nur Michel Platini brüstet sich Jahre später mit seiner Entscheidung. Ich dachte, Frankreich würde sich freuen, wenn ich für Katar stimme, aber niemand hat mich darum gebeten. Auch nicht Nicolas Sarkozy? Nein. Und indirekt? Vielleicht hat er meine Stimme nach Katar verkauft, weil er wusste, dass ich für Katar stimmen würde. Oder er hat sie im Namen Frankreichs verkauft, um alles Mögliche dafür zu bekommen. Hat Frankreich Gegenleistung erhalten? Bei dem Mittagessen geht es nicht nur um Fußball. Im Teil 2 des Treffens ist er dabei. Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, heute Emir von Katar, damals Kronprinz. Eine weitere interne Notiz des Élysée-Palastes belegt, worum es hier unter anderem gehen sollte. Bilaterale Schwerpunktthemen. Verkauf eines Raketenabwehrsystems. Verkauf von Kampfflugzeugen. Das französische Kampfflugzeug Rafale. Es wurde fast vollständig im nationalen Alleingang Frankreichs entwickelt, verkauft sich 2010 jedoch schlecht im Ausland. Wirtschaftsjournalistin Bérangère Bond beobachtet 2010 die intensiven Exportbemühungen der Regierung. Für Nicolas Sarkozy war der Verkauf von Rafale das Höchste, wie die Champions League für einen Fußballer. In Europa, Brasilien und Asien kam Frankreich damit aber nicht an. Und die Kataris? Die signalisieren 3 Wochen vor dem Mittagessen ganz plötzlich, sie hätten Interesse an Frankreichs Rafale-Flugzeugen. Im November 2010 gab ein hoher Vertreter der katarischen Luftwaffe eine Pressekonferenz. Er sagte, dass er die in die Jahre gekommene Mirage ersetzen wolle und an die USA oder die Rafale aus Frankreich denke. Er betonte, dass er den Deal abschließen wolle, bevor Sarkozys Amtszeit 2012 enden würde. Einen Tag nach Sarkozys Mittagessen empfängt Claude Guéant, Generalsekretär im Élysée-Palast, Ranim Al-Saad, einen Vertrauten des Emirs von Katar. Dem französischen Fernsehen gibt Claude Guéant im September ein Interview. War eine wirtschaftliche Gegenleistung für die WM-Vergabe nach Katar beim Treffen mit Al-Saad ein Thema? Vor allem in Bezug auf den Kauf von Rafale-Flugzeugen. Wir haben mit Katar über Rafale geredet, aber ich sehe keinen Zusammenhang mit der WM. Es ging nicht um Gegenleistungen? Es gab keinen Kauf, ganz einfach. Keinen Kauf? Ja, oder sagen wir, es hängt davon ab, wie man es betrachtet. Später gab es einen. Ironischerweise kann Sarkozy den Verkauf der Rafale nicht mehr selbst abschließen. So ein Milliardendeal braucht seine Zeit. Sarkozys Nachfolger und politischer Gegner besiegelt das große Rüstungsgeschäft. François Hollande ist in Begleitung von Außenminister Fabius und Verteidigungsminister Le Drian in Katar eingetroffen. François Hollande ist nach Sarkozy der neue Präsident Frankreichs. Im Mai 2015 wird der Auftrag in Doha unterzeichnet. Katar kauft 24 Rafale-Kampfflugzeuge für 6,3 Milliarden Euro. Nicolas Sarkozy landet rund um die WM-Vergabe 2010 dennoch einen Coup. Er ist Fan eines Fußballclubs, Paris Saint-Germain, PSG, und befreundet mit dem Chef von PSG, Sébastien Bazin. Der leitet einen Investmentfonds, dem PSG gehört. 2010 geht es dem Fußballclub schlecht. Sportlich droht der Abstieg. Wirtschaftlich macht der Verein Verluste.
Der Geschäftsmann und ehemalige Fußballvereinsmanager Luc Dayan beobachtet damals den Niedergang. Es sah nicht gut aus. Der Chef von Sébastien Bazin war besorgt. Es ging bei all dem um einen Investmentfonds. 2011 dann eine Überraschung. Es ist offiziell, PSG gehört den Katarern. Trotz der Verluste wechselt der Verein den Besitzer. Die katarische Investorengruppe Qatar Sports Investments übernimmt PSG. War der Verkauf für den alten Eigner ein gutes Geschäft? Ja, ein Geschenk des Himmels. Ein Deal zwischen Sarkozy und Prinz Tamim während des Mittagessens am 23. November 2010. Wegen Korruptionsverdachts wird seit 2016 gegen Nicolas Sarkozy und sein Umfeld ermittelt. Im Telefon von Sébastien Bazin findet die Polizei Nachrichten, die er einem Verwandten schickte. Nicolas Sarkozy hat mich gerade angerufen. Er ist heute mit Tamim im Élysée zu Mittag. Ich habe die Hauptpunkte übermittelt. Sébastien. Nicolas Sarkozy hat mich zurückgerufen. Tamim bestätigt, der Deal kommt nach dem 2. Dezember zustande. Der 2. Dezember, der Tag, an dem Katar die WM gewinnt. Auch gegen Michel Platini ermitteln die Behörden wegen Korruptionsverdachts. Am 18. Juni 2019 wird er von der französischen Polizei vorübergehend festgenommen. In der mehrstündigen Vernehmung gibt Platini zu Protokoll: Sarkozy habe sich in den Kauf von Paris Saint-Germain eingemischt. Ich erinnere mich, in Katar habe ich den Emir gefragt, warum er PSG gekauft hat. Er sagte, Nicolas Sarkozy habe es so gewollt. Bis heute warten wir vergeblich auf eine Stellungnahme aus dem französischen Präsidentenpalast. Auch Anfragen an die katarischen Behörden bleiben unbeantwortet. Wie sieht es vor Ort aus? In Katar. Im Frühjahr 2022 reisen wir in das Emirat. Als Touristen. Freies Filmen ist in Katar nicht möglich. Wir benutzen ein Smartphone, keine Kamera. Angeblich hätten sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen der ausländischen Arbeitskräfte verbessert, beteuert die Regierung von Katar. Es gilt ein Mindestlohn von umgerechnet 280 Euro pro Monat bei einer 48-Stunden-Woche. Glaubt man dem Werbeclip eines Baugiganten aus Katar, sind die Arbeiter der WM vorbildlich untergebracht. Gärten, klimatisierte Räume, Freizeitaktivitäten. Ist das so? Wir treffen einen Mann, er zeigt uns anderes. John, wie wir ihn nennen, lebt seit mehreren Jahren in Katar. Er ist Arbeiter und stammt aus Afrika, will nicht erkannt werden. Wir fahren ins Industriegebiet von Doha, 30 Minuten von der Innenstadt entfernt. Dieses Viertel bekommt vermutlich kein WM-Fan zu Gesicht. Das Interview mit John ist nur im Taxi möglich. Der Fahrer weiß Bescheid. Das ist sehr riskant. Wenn ich erwischt werde, werfen sie mich raus. Sie verhaften mich. Ich verliere meinen Job, ich verliere mein Leben. Ich verliere alles. Es droht Gefängnis? Ja. Aber wenn ich nichts sage, dann wird nichts bekannt. Und nichts ändert sich. Bauarbeiter, Wachleute, Fahrer. Mehr als 500.000 Menschen leben hier im Staub der Zementwerke. Ein Niemandsland. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, keine Grünflächen, nur Menschen über Menschen. Warum kommen die hierher? Um Geld zu verdienen. In diesem Land verdient man etwas mehr als zu Hause. Aber die Lebensbedingungen sind unterirdisch. Es geht ums Überleben. John stellt uns einen Freund vor, einen Wachmann. Er berichtet über unmenschliche Arbeitsbedingungen.
Es ist so traurig. Wie viele freie Tage haben Sie in 9 Monaten? 3 Tage. In 9 Monaten? Ja. Nur 3 Tage. David lebt in dieser Unterkunft. Und so sieht es da aus. Keine Waschmaschine, nur Eimer. Seit Monaten sei die Klimaanlage defekt. Bei 35 Grad, erzählt David. Er lebe auf 10 Quadratmetern zusammen mit 7 Männern. Der Westen hat großen Einfluss auf dieses Land. Sonst könnte Katar die WM gar nicht austragen. Es geht um Geschäfte und damit um Gewinn. Aber die Menschen leiden sehr. Ich spreche für alle Wanderarbeiter hier. Es muss sich etwas ändern. Was ist mit westlichen Unternehmen in Katar? Gehen sie mit ihren Mitarbeitern besser um? Eine französische Hotelgruppe hat sich in Doha etabliert. Accor. Die Katarer halten 10% der Unternehmensaktien und sind der zweitgrößte Anteilseigner. Accor und das Emirat haben einen super Deal geschlossen. Einen Vertrag über tausende Zimmer, Villen und Apartments für die WM-Besucher. Der Geschäftsführer von Accor ist Sébastien Bazin, der ehemalige Chef des Fußballclubs Paris Saint-Germain und Freund von Nicolas Sarkozy, der den Verkauf von PSG an Katar in die Wege geleitet hatte. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP gibt sich Bazin im Juni ausgesprochen Katar-freundlich. Ich höre viel Katar-Bashing. Das machen viele gern, aber Beweise sehe ich keine. Wir werden alles unternehmen, um dieses Bashing zu widerlegen. Das sage ich nicht nur so hin. Natürlich ist es schwierig, natürlich machen wir Fehler. Aber auf der zwischenmenschlichen Ebene setzen wir uns ein. Sie können ganz beruhigt sein. Wir werden für diese Menschen da sein. In Doha betreibt Accor 8 Hotels. Ist dort wirklich alles in Ordnung, wie Herr Bazin behauptet? Wir nehmen ein Zimmer im Mövenpick, einer Marke des Konzerns. Während der WM kostet eine Nacht in dem 4-Sterne-Hotel um die 2000 Euro. Ein Wachmann öffnet den Hotelgästen die Tür. Auf der Krawatte die Firma, für die er arbeitet. Security Albatel, ein Subunternehmen der Accor-Gruppe. Wir erfahren, viele der Angestellten leben auch im Industriegebiet von Doha, wie die Arbeiter. Hier treffen wir auf einen Wachmann von Mövenpick. Er will nicht erkannt werden. Wie sind er und seine Kollegen untergebracht? Immerhin gibt es Planungsvorschriften für Arbeiterunterkünfte. Laut dem katarischen Ministerium für Stadtverwaltung und Umwelt sollen Küchen mit einem gekühlten Lagerbereich und einem Waschbecken ausgestattet sein. Und die Wohnfläche für eine Person muss mindestens 6 Quadratmeter betragen, getrennt durch einen Sichtschutz oder Vorhang. Der Wachmann von Mövenpick zeigt uns, wie er und seine Kollegen leben. Viele Menschen in einem Raum. 6 Quadratmeter pro Person? Die Regierung weiß das. Es steht auch in den Zeitungen. Aber das ist schon seit vielen Jahren so. Wir bitten den Geschäftsführer von Accor, Sébastien Bazin, mehrfach um ein Interview. Ohne Erfolg. Ich höre viel Katar-Bashing, aber Beweise sehe ich keine. Wir fragen die Presseabteilung von Accor an. Doch unsere konkreten Fragen werden nicht beantwortet. Stattdessen nichts als Phrasen. In allen Ländern, in denen der Konzern vertreten ist, achten wir besonders auf die Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiter. Außerdem werde sichergestellt, dass deren Unterbringungsbedingungen den branchenweit höchsten Standards entsprechen. Mit den 280 Euro Mindestlohn kommt man nicht weit. Der Kachara-Markt von Doha. Tausende Arbeiter besorgen sich hier täglich etwas zu essen.
John, der Informant, begleitet uns wieder. Woher kommt das Essen? Das ist Abfall von den Supermärkten. Was die in den Müll werfen, landet hier. Was ist das? Ein Ziegenkopf. Was kostet das? Einer 25 Real. Umgerechnet etwa 6 Euro für einen Ziegenkopf, der bei 35 Grad Hitze vergammelt. John zeigt uns einen Ort, der nachts als Treffpunkt gilt. Die Arbeiter nennen ihn Kalifornien. Viele Männer sitzen da, einfach so im Sand herum. Die Leute auf dem Boden, was machen sie da? Sie trinken. In Katar ist Alkohol eigentlich verboten. Einen Schwarzmarkt gibt es trotzdem. 3 Bier kosten umgerechnet 10 Euro. Meinst du, die Katarer wissen, dass hier getrunken wird? Ja, die lassen kein Geschäft aus. Sie wissen, dass die Leute Alkohol brauchen, also verkaufen sie ihn. Ist das euer einziges Vergnügen? Ja, das ist das Einzige hier. Alkohol als einzige Freude. Am Elend der Gastarbeiter hat sich offenbar nichts geändert. Seit Jahren verschließt die Welt die Augen vor den Missständen. Hauptsache, die WM kann beginnen. Wirst du die WM in Katar boykottieren oder mit den Teams mitfiebern? Schreib es uns in die Kommentare. Welche krassen Konsequenzen es für Fußballfans haben kann, wenn sie öffentlich Kritik äußern, siehst du in unserem Video mit Nico Heimer. Einfach links klicken.